Schmerz, bleibt locker. Und hupf einfach runter. Hupf einfach runter. Schau mal, was rauskommt. Martin Schmidt, Martin Schmidt, Martin Schmidt, Martin Schmidt, Martin, 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 jawohl, Martin. Jawohl! Das war's, Martin. Das waren über 122 and a half minutes. He's got a big advantage to carry forward. Anything up near the calculation. Oh, that's good enough. That is victory number two. Ahonen stays. Unserer neuen Nummer 1. Wenn er sich sicherlich dagegen wehren wird. Oh, da schaukelt er ein bisschen arg. Das war kein optimaler Sprung. Leichtes Schneetreiben übrig. Tiene Schmidt 126 metros y medio. Saltó en la primera manga. Y ahora también largo el salto para Martin Schmidt, que parece ser que con ese salto consigue su Lillehammer zweimal Erster, Chamonix Erster, Waldi Firme Erster, Oberhof Zweiter, dann pausiert und ja, heute hier, Martin. Und heute hier, Martin, bleib stehen! Er wird auf dem Treppchen stehen. Was ist mit dem Schanzenrekord? Abfahrt, ganz gut. Jetzt geht's ab. Kleiner Aufwind jetzt für Schmidt und das ist es! Das ist es, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das jetzt ein Schanzenrekord gewesen. Das ist ein bisschen mehr. Pogorszyły się warunki, jeśli chodzi o wiatr drugiej serii. Martin Schmidt. Sześć zwycięstw w Twarze Świata do tej pory i daleko, bardzo daleko, około 130 metrów. I zadowolony. Wenn kein Japaner gewinnt, Martin, weit kann er springen, kann er auch gut landen, das ist die Frage. 90,9 ideale Geschwindigkeit und jetzt fährt er den Telemark aus. Jetzt fährt er den Telemark aus. Martin Schmidt. Reicht das Weltcup-Sieg in diesem Winter? Kein Wind im Hang, aber Martin Schmidt hat eine gute Höhe und er geht hinunter. Das waren über 120 Meter und er hatte ja einen Vorsprung. Ist möglich. Martin Schmidt, aber Mitteldinger gibt's nicht. Ente oder Trense, alles oder nichts alles, für Martin das Schmidt. Ist alles, das ist alles. Das ist alles. Ja. Und ja, der geht bei. Martin. Und bleibt stehen. Und bleibt mein stehen. Teufelskerl ist der Bursche. Der macht wie ein Lämmerschwanz und hält ihn. Na komm, Martin. Wünsche ihm jetzt. Komm, Martin. Martin. Aber nicht so gut vom Tisch. Jetzt aber er zieht. Ja, was? Super. Ja, Martin Schmidt. Winno dać Schmidtowi wygraną, ale on pewnie będzie chciał skoczyć dalej. I w wielkiej formie jest zwycięzcą Martin Schmidt. Nie wytrzymał napięć. Dzisiaj będzie za nim jeszcze Janne Ahonen. Ahonen lubi też takie sytuacje, ale Schmidt jest fighter. Daleki skok. Pięknie, przepięknie. Oh, w okolicach tego Jiří Vaite. Wenn er gleich Haltungsnoten bekommt. Aber über die 115 muss es dann schon gehen. Bitteschön. Und es geht rüber. Und wie? 120 war es, glaube ich, ungefähr. Freude bei der Mutter und auch bei den 15.000. Die Zuschauer drängelten nicht so sehr. Und im zweiten Sprung 125 Meter. Martin Schmidt, der Sieger. Ja, und es schien 122 und 124. Sven Hannawald, Zweiter. Keine Ruhe. Und Martin Schmidt, der macht einfach dort weiter, wo er in Europa aufgehört hat. Ja, das war zum vierten Mal hintereinander. War wiederum Martin Schmidt. 799 hat er auch im Jahr 2000 ausgebaut. Unbeeindruckt von den äußeren Umständen, auch mit etwas Glück Rommel gehen können, dann wäre wahrscheinlich der Qualitätsunterschied deutlich geworden. Im Flug haben beide die gleichen Unstimmigkeiten gehabt, kann man sagen, da wären sie gleich gewesen und wirklich dieser Unterschied. Er muss mindestens genauso weit springen wie Janne Ahonen. Schafft das der Deutsche? Oh, das wird knapp. Martin Schmidt ist zufrieden.
mit Hölzer ist hierher Martin Schmitz. Sven Hannawald führt mit 222,2 Punkten und Martin reicht. Der Sprung hat gewonnen. Martin Schmitz ist der Sieger von Kuopio. Jeder halbe Meter mehr würde ihm helfen. Es wird knapp. Etwa da, wo Ahonen gelandet ist, landet auch Martin Schmidt. Die Haltungsnoten könnten... Um hier zu gewinnen. Riskiert er seine Gesundheit. Martin Schmidt unterwegs. Der geht ab. Unglaublich. Und setzt noch einen Telemark. Einen angedeuteten zwar, aber es ist unglaublich. Durchgang. Malisch im Finaldurchgang auf 129,5 Meter. Das muss er nicht bringen, das muss er nicht riskieren. Aber der Sprung ist gut und er steht ihn und Martin Schmidt ist der Tagessieger. Jawohl, Martin Schmidt ist weg. Dein ist natürlich auch in einer wahnsinnigen Form. So, wie weit geht's? Wie weit geht's über 200 Meter? Geht's auf 200 Meter? Martin, ja, der geht weiter. Jawohl. Der geht über 200. Ja. Aber. Er hat sich alles aufheben wollen für diesen Wettkampf. Um zu verhindern vielleicht, dass Adam Malisch hier den 12. Saisonsieg einfahren kann. Ja, der geht. Wo geht er denn hin? So weit wie Jussilainen. Martin Schmidt auch hinkommen. Also, viel Glück. Vielleicht wird es ja der erste Weltcupsieg in diesem Winter für Martin Schmidt. Schöner Sprung. Und er ist zufrieden. Es wird aber eng zwischen Malisch.